Ja sam general Ratko Mladić. Ich wünsche mir, dass keiner das mitmacht, was wir mitgemacht haben. Was ist das für ein Mensch? Da kommt einer in eine Stadt und verspricht, dass alle freikommen. Und dann bringt er 10.000 um. So einer ist in Serbien ein Held. Man hat den Eindruck, jetzt mit Milosevic, Karadzic und jetzt Mladic in Den Haag sind die drei Hauptverantwortlichen für die jugoslawische Tragödie dem Internationalen Gerichtshof und damit der Gerechtigkeit halt ausgeliefert worden. Nach der Verhaftung von Ratko Mladic. Serbien versucht die Versöhnung mit den Kriegsgegnern von einst. Das Land will in die EU. Wir sind Völker, die sich nur wenig voneinander unterscheiden. Wir haben praktisch die gleiche Herkunft. Bosnien-Herzegowina, ein Konstrukt der Diplomatie. Ungeliebt bei Serben und Kroaten. Es mangelt am Dialog. Wir alle beharren auf unseren eigenen Ansichten über Geschichte. Aber es ist gut, Gespräche zu führen, auch wenn wir uns nicht verstehen. Das neue EU-Mitglied Kroatien, 20 Jahre nach der proklamierten Unabhängigkeit. Die Wunden sind tief. Viele, die Opfer des Krieges geworden sind, stellen nur schwer Kontakte zur anderen Seite her. Das EU-Mitglied Slowenien. Wer erinnert sich an die Zeitenwende? Was geschah im Juni 1991? Nichts. Die Unabhängigkeit Sloweniens. Was war da? Wissen wir nicht. Es gab ein paar Barrikaden, nichts Schlimmeres. Gott sei Dank war es bald vorbei. 20 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens. Eine Zeitreise durch zerstörte Landschaften und Seelen. Wieder Begegnung mit einem Land, das einmal Jugoslawien war. Zagreb, 25. Juni 1991. Kroatien erklärt seine Unabhängigkeit. Und am selben Tag auch Slowenien. Der Anfang vom Ende Jugoslawiens. Es zerfällt in 7 Nachfolgestaaten. Als klar wurde, dass eine Absprache unter den Völkern Jugoslawiens nicht möglich ist, haben wir uns auf unser Selbstbestimmungsrecht berufen und auf unser Recht auf einen eigenen Staat. Das aber wollten die jugoslawische Volksarmee und ihre politische Führung nicht. Am 27. Juni 1991 rollen die Panzer. Der Beginn des 10-Tage-Krieges zwischen der jugoslawischen Volksarmee und der slowenischen Territorialverteidigung. Er dauert nur 10 Tage, weil in Slowenien nur 2% der Bevölkerung Serben sind. Zudem gibt es hinter der Kriegskulisse geheime Absprachen zwischen Ljubljana und Belgrad.
Ich habe im slowenischen Parlament die Interessen der jugoslawischen Armee vertreten. Ich habe klargemacht, dass die Unabhängigkeit zur Zerstörung des gemeinsamen Vaterlandes führen wird, dass es zum Krieg kommen wird. Als Soldat habe ich gewusst, dass ein getöteter Soldat 12 getötete Zivilisten bedeutet. Milošević und Kučan einigen sich auf die Abtrennung Sloweniens. Milošević spielt mit den Generälen der Volksarmee ein Doppelspiel. Ich kann schwer sagen, ob das ein Doppelspiel war. Seine Absicht war eindeutig, die Interessen des großserbischen Nationalismus zu wahren. Wenn wir gewusst hätten, dass Milošević und Kučan vereinbart hatten, Slowenien kann Jugoslawien verlassen, dann wäre anders verfahren worden. Melancholie, Nostalgie und Verklärung. Abgesang auf Titos Jugoslawien. Kad god prođem ulicom sa tvojim imenom, pomislim na onu pesmu. Već je godinama ne pevam, stari refren nikom ne treba, a ljudi pesme kratko pamte. Komandante. Jedino što je ostalo od Tita, ostalo Die Erinnerung ist das Einzige, was von Tito geblieben ist, vor allem bei älteren Menschen. Und sein Grab in Belgrad, das einige jährlich besuchen. Der Krieg auf der Bühne. Präsentiert vom Jugendtheater Zagreb. Szenische Collagen vermitteln Militarismus, Nationalismus und Kriegshetze. Die von Belgrad aufgerüsteten Krainer Serben bringen 1991 ein Drittel Kroatiens unter ihre Kontrolle. Wir oder ihr? Aus Nachbarn werden Todfeinde. Ich würde sagen, dass die Hauptverantwortung, wenn man das personalisiert, zweifellos auf der Achse Belgrad-Zagreb gelegen ist. Mit den beiden Figuren Milošević und Tudjman hat es zwei kongeniale Zusammenspieler gegeben, die in der Manier des 19. Jahrhunderts, der Machtpolitik des 19. Jahrhunderts, das Territorium Ex-Jugoslawiens sozusagen unter sich aufgeteilt haben. Und da war natürlich der Hauptangriffspunkt Bosnien und Herzegowina. Im Friedensvertrag von Dayton 1995 wird Bosnien-Herzegowina aufgeteilt in die Bosnisch-Kroatische Föderation und in die Republika Srpska, zum Nachteil des Gesamtstaates. Niemand hat aber daran gedacht, wie funktioniert das eigentlich? Jetzt haben wir hunderte Minister. Wir haben noch mehr Abgeordnete, wir haben 14 Regierungen und das ist alles nicht synchronisiert. Izetbegovic war der Mann in der Mitte, ein eigentlich, wie ich ihn persönlich kennengelernt habe, liebenswerter älterer Herr, der aber absolut überfordert gewesen ist im Vergleich zu diesen beiden Machtpolitikern, die ganz genau wussten, was sie wollten. Milošević und Tudjman wollten ethnisch gesäuberte Territorien und die Aufteilung Bosnien-Herzegowinas zugunsten Kroatiens und Serbiens. Für dieses Ideal eines ethnisch homogenen Nationalstaates werden 4 Millionen Menschen vertrieben. Petrinja 1991. Željko Milković, rechts im Bild, war damals Mitarbeiter eines Busunternehmens.
20 Jahre danach. Rückkehr nach Petrinja, 60 Kilometer südlich von Zagreb. Ein Wiedersehen mit Željko Miljković. Alles hier wurde niedergebrannt und völlig zerstört. General Aksentjevic beschuldigte den ORF-Reporter, diese Bilder inszeniert zu haben, um Österreichs Regierung für die internationale Anerkennung Kroatiens zu gewinnen. Ein zynischer Vorwurf, wenn man um das eigene Leben rennen muss. Wie ist das da? Ah, Sie sind das. Das war unsere Antwort auf das psychologische Spiel, das man gegen uns betrieben hat. Sie waren unter den Reportern, die von Zagreb nach Petrinja kamen. Dort kam es zum Kampf. Paramilitärs haben die Garnison angegriffen und die hat mit voller Kraft zurückgeschossen. Sie haben natürlich ihre Chance genutzt und als Erster der Welt berichtet, dass die Armee Petrinja angreift. Petrinja am Tag nach dem Angriff der jugoslawischen Volksarmee. Die Kriegsnarben sind geblieben. Jetzt sind 20 Jahre vergangen. Petrinja ist eine tote Stadt. Ich sage manchmal im Scherz, hier leben nur noch jene, die hier leben müssen. Petrinja ist eines der ersten Opfer der serbischen Aggression. Dubrovnik. Die Perle der Adria wird ebenso bombardiert wie Dörfer und Städte im Osten Kroatiens. Die jugoslawische Volksarmee ist inzwischen eine ausschließlich serbische Streitmacht geworden. Die kroatische Propaganda vergleicht sie mit Hitlers Truppen. Dort drüben liegen 50 Tote. Vertreibung und Flucht. Österreich nimmt 160.000 Flüchtlinge der Balkankriege auf. 110.000 bleiben bei uns. Ich bin Milan Lukic. Ich war Befehlshaber einer Kompanie in Vukovar. Vukovar nennen die Kroaten ihr Stalingrad. Miroslav Radic. Ich war damals Hauptmann, Kommandant einer Einheit. Ich habe Befehle ausgeführt, die mir erteilt wurden. Von 70 meiner jungen Männer wurden in Vukovar und Borovo Naselje 7 getötet, 11 verwundet und 26 sind vermisst. Die Opfer der Verteidigung Vukovars. Mrkšić war der Kommandant der Brigade. Šljivančanin der Sicherheitschef. Hier ist Krieg. Veselin Šljivančanin verurteilt zu 5 Jahren. Mile Mrkšić, 20 Jahre Haft. Miroslav Radic, freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Ein Skandalurteil nach Ansicht des früheren Kommandanten der Verteidiger Vukovars. Wo in der Welt ist es schon vorgekommen, dass man Verwundete, die nicht mehr laufen können, in eine Grube wirft? Ein normaler Mensch kann sich so etwas ja gar nicht vorstellen. Dort, wo früher Patienten im Keller lagen, ist heute ein Museum. Obwohl fast 20 Jahre vergangen sind, sind die Eindrücke dieser Tage so tief in mir eingeprägt, als ob das alles erst vor kurzem passiert wäre. Okay.
Ich bekam große Angst, besonders als Slivančanin, die jugoslawische Armee und die paramilitärischen Truppen ins Krankenhaus kamen. Die Lage im Krankenhaus war sehr schwierig. Es gab viele Verletzte und Verängstigte. Man kann sich nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen diese Menschen gelebt haben. Diese Bilder sind bis heute in meiner Erinnerung gegenwärtig. Diese Bilder entsetzten Europa. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte man so etwas nicht mehr gesehen. Ein Dokument des Versagens der europäischen Balkanpolitik. Sie haben alle unsere Freunde getötet. Wir sind nicht schuldig. Wir haben den Krieg nicht gewollt. Wir lieben die Menschen, wir töten sie nicht. Und wir hassen auch jetzt nicht. Krajem jednog veka svako plemen crta granicu svi bi hteli svoju stranicu. Da hatten die Serben sicher den Nachteil, unter Anführungszeichen, dass eben Serben im ehemaligen Jugoslawien in mehreren damaligen Teilstaaten gesiedelt haben. Und damit die Vorstellung, man könne hier ein Großserbien schaffen oder einen nationalen serbischen Staat, der wirkliche Beginn der Tragödie gewesen ist. Vor dem Krieg haben wir nicht gewusst, wer Nationalist, wer Kommunist ist. Denn viele Kommunisten haben sich über Nacht in leidenschaftliche Nationalisten verwandelt. Tronopolje im Westen der Republika Srpska, damals ein Ort des Schreckens. Am 5. August 1992 wurden hier die Aufnahmen von den schrecklichen Ereignissen im Gefangenenlager Trnopolje gemacht. Ich bin ungefähr hier im Gras gelegen. Die Journalisten sind mit den Mikrofonen gekommen. Sie haben uns gesagt, dass wir keine Angst haben müssen. Ich bin dann aufgestanden und zum Zaun gelaufen. Hier bin ich stehen geblieben. Eine Frau hat uns die Hand entgegengestreckt. Ich habe sie dann begrüßt. Müll, Gestank, Hunger und Tod. Tronopolje im Sommer und Herbst 92. Die Gefangenen, Opfer serbischen Terrors. Halt's Maul! Bis heute habe ich Angst vor Uniformen. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Das Wichtigste ist, dass ich noch lebe, Gott sei Dank. Das ehemalige Lager, heute eine Ruine. An die Opfer erinnert nichts mehr. Kein Denkmal, keine Gedächtniskultur. Für gefallene serbische Soldaten hingegen wurde im Lagerareal ein Mahnmal errichtet. Es gab natürlich die großen, mächtigen europäischen Staaten, die hätten eventuell intervenieren können, haben es nicht getan und so hatten wir über 100.000 Tote in Bosnien-Herzegowina und 4 Jahre Krieg. Im DNA-Zentrum im westbosnischen Sanski Most versucht man, die aus Massengräbern geborgenen Skelette bosnischer Muslime zu identifizieren. Das ist fast alles eine Familie aus einem Dorf in Nähe von Sanski Most. Und die wurden fast alle durch DNA identifiziert. Am Anfang war es ganz schwierig, aber jetzt durch Arbeit. Es ist wie eine Routine. Nurfeta Arnautovic verwaltet die Vermisstensuche. Über 2000 Leute sind doch vermisst zurzeit. 1500 haben wir jetzt gefunden.
Das Gräberfeld von Potocari in Ostbosnien. Nura Alispahic geht zum Grab ihres Sohnes, ein Opfer des Massakers von Srebrenica. Als ich ihn das erste Mal auf dem Video im Fernsehen gesehen habe, bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich habe geschrien, schlagt ihn bitte nicht, schlagt ihn nicht. Aus dem Nebenzimmer ist meine Tochter gekommen, auch sie ist jetzt tot. Sie hat gefragt, Mutter, was ist los? Ich sagte ihr, hier ist unser Hasko. So habe ich ihn genannt. Haskos Ermordung und die Hinrichtung weiterer 5 Muslime filmt ein Mitglied der paramilitärischen serbischen Skorpione. Ein serbisches Gericht verurteilt 4 Skorpione zu 13 und 20 Jahren Haft. Das Urteil hat doch dazu beigetragen, dass die Bürger Serbiens begriffen haben, dass die Verbrechen auch von Serbien verübt wurden. Die Skorpione wurden zur kriminellen Einheit erklärt. Doch die Urteile haben keine Gerechtigkeit für die Opfer gebracht. General Mladic organisiert die Deportation. Potocari am 12. Juli 1995. Frauen, Kinder und Alte werden in Bussen abtransportiert. 15.000 muslimische Soldaten und Zivilisten versuchen, sich auf muslimisch kontrolliertes Territorium durchzuschlagen. Ein Todesmarsch. Tausende sterben. Opfer der Rache für ein von muslimischen Milizen verübtes Massaker an Serben. Nasser Oric. Nasser Oric, der Kommandant der muslimischen Armee in der UNO-Schutzzone Srebrenica. Tatsache ist, dass Nasser Oric mit seinen bewaffneten Verbänden in den Dörfern um Srebrenica 3.300 Serben auf brutalste Weise ermordet hat. Obwohl es eine UNO-Resolution gab, dass es in diesem Gebiet keine bewaffneten Formationen geben darf. Nasser Oric, 2 Jahre Haft. Für die Serben werde ich auf ewig ein Kriegsverbrecher sein, unabhängig vom Urteilsspruch des Haager Tribunals. Kriegsinvalide spielen Volleyball im Fantomi-Club in Sarajevo. Sport als Traumatherapie gegen den Schrecken von Srebrenica. Die Flucht war ein Weg des Schreckens, ein Lebens- oder Todesweg, wie wir ihn genannt haben. Die Invalidenrenten sind klein, die Benachteiligungen am Arbeitsmarkt groß. Soziale Integration und ausreichende Sozialfürsorge fehlen. Sport lenkt ab und therapiert. Sport ist sicher die beste Therapie für einen Invaliden. In Knin, der ehemaligen Hauptstadt der serbischen Krajina, ein Wiedersehen mit Milan Bradasch. August 1995. Milan Bradasch wird Augenzeuge der Rückeroberung der Krajina durch kroatische Truppen. Lachende kroatische Soldaten. Vor ihnen fliegen die Serben in das UNO-Camp in Knin. Die kroatischen Behörden machten zu Beginn den Fehler, die zurückgebliebenen kroatischen und serbischen Zivilisten nicht ausreichend zu schützen. Die Serben sind aus dieser Gegend verschwunden. Es war der Exodus der Flüchtlinge aus Knin.
die heute verödete Kraina umknien. Dritte Weltatmosphäre in Europa. Milan Banic ist 3 Jahre nach der Vertreibung in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Mit seiner Frau Lubica. Wir leben einfach. Wir haben nichts aus unserem Feld. Keinen Traktor, kein Auto. Wir sind allein. In einem Belgrader Flüchtlingslager. Ich war 1995 unter UNO-Schutz in Knin. Was habe ich in Kroatien noch zu suchen? Soll auch mein Enkel von dort in den nächsten 50 Jahren wieder fliehen? Ante Gotovina, ehemaliger Fremdenlegionär und Krimineller, Befehlshaber der Operation Sturm, mit der die von Serben kontrollierte Kraina zurückerobert wird. Hunderte Serben werden getötet. Tudjmans ehemaliger General wird verhaftet und landet in Den Haag. Ante Gotovina verurteilt zu 24 Jahren Haft. Tag des Zorns in Kroatien. Nationalistenaufmarsch für den verurteilten Helden. Hätten wir nicht Krieg geführt, gäbe es kein unabhängiges Kroatien. Kroatien ist einig in der Kritik dieses Urteils. Nicht, weil sich der Großteil der Kroaten der Verbrechen gegenüber der serbischen Bevölkerung nicht bewusst wäre, sondern deswegen, weil ein großer Teil der Menschen dieses Urteil als mögliche Verurteilung unseres gesamten Verteidigungskrieges interpretiert. Eines gerechten Krieges, wie wir ihn verstehen. Andere Fahnen, ein anderer Held. Tag des Zorns in Belgrad. Demonstration gegen die Verhaftung von Ratko Mladic. Sein Porträt hängt auch in der Heiligen Galerie eines Belgrader Cafés. Es heißt Irrenhaus. In diesem Biotop der Verklärung wird nicht nur Mladic als Verteidiger des Serbentums verehrt, auch ein ehemaliger Stammgast, Dr. Dabic, alias Radovan Karadzic. Seine Verhaftung war ein Tiefschlag für die Stammgäste im Café Irrenhaus. Das verzeihen wir nicht. Hier im Café spüre ich positive Energie und treffe gute Menschen. Offiziell habe ich ihn nicht gekannt. Ich habe ihn hier jedoch mehrmals gesehen, auch im Supermarkt, wo er Wein eingekauft hat. Der zum gefragten Heilpraktiker und Esoteriker gewordene Dr. Dabic hält in Belgrad keine Vorträge mehr. Mir tut es leid, dass er nicht mehr hier ist. Wie man ihn behandelt hat, ist eine Schande für diesen Staat. Er war kein Verbrecher. Sarajevo, Anfang 1996. Serben zünden ihre Häuser an und verlassen ihre Wohnviertel. Heute leben in Sarajevo mehr als 90% Muslime. Unsere Nachbarn, die Serben, waren einmal 160.000 und jetzt 20.000 bis 30.000. Die Kroaten, früher 7% der Bevölkerung, sind jetzt weniger als 3%. Ein sehr trauriges Bild von Sarajevo. Sarajevo ist eine muslimische Stadt. Sarajevo ist eine muslimische Stadt. Ich bin darüber nicht glücklich, aber man kann die 4 Jahre lang belagerte Stadt nicht für den Abzug der Serben verantwortlich machen. Ja, povedo, jelo ja nie, sasu.
Fahrt nach Mostar, in die Hauptstadt der Herzegowina. Leider im Kopf die Leute sind noch immer geteilt. Diese Politiker machen Probleme immer so. Weil normale Leute gehen beide Seiten. Es ist eine Stadt. Mostar, die Stadt der Brückenspringer. Die Kroaten zerstörten 1993 das Symbol der multikulturellen Stadt. Nach dem Wiederaufbau wirkt wieder gesprungen. In diesem Krieg kamen 23 Springer ums Leben. Wir waren Serben, Kroaten, Muslime. Die Nationalität hat keine Rolle gespielt. Wir waren Bewohner von Mostar, Sportler. Hätte man uns Sportler gefragt, hätte es keinen Krieg gegeben. In der Ecke oben habe ich eine Gelle da, im Zimmer, durch Fenster auf die Wand und wieder zurück, durch Fenster da. Keine Moral. Sommer 92 in Mostar. Damals war Hüseyin Begoviç auf der Flucht. Heute ist der ehemalige Gastarbeiter Pensionist. In meinem Leben habe ich dreimal neu begonnen. Dreimal habe ich mein Haus verloren und dreimal wieder aufgebaut. Jetzt endlich habe ich meinen Frieden gefunden. Und auch sein in den Kriegswirren gestohlenes Auto. Nach 15 Jahren, durch Zufall in Čapeljina. Zwanzig Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens sind die Folgen nationalistischer Verblendung und Kriegshetze unübersehbar und noch immer spürbar. Auch in Vukovar. Diese Steine sind noch vom alten Häuser vor dem Krieg. Ist noch nichts gemacht worden, wie man das sieht. Und das hier auf der rechten Seite, das ist ein gemischter Café. Also hier kommen alle Menschen, welche wollen Kaffee trinken. Dann kommen wir zu einem kroatischen Café und dann wieder eine Café, der Besitzer ist Serbe und dort sitzen meistens serbische Menschen. Feindbilder und Kriegspropaganda prägten eine ganze Generation. Die Theatergruppe nennt ihr Stück nicht zufällig Generation 91 bis 95. Das Ziel unserer Vorstellungen ist es, junge Menschen, die nicht viel über den Krieg wissen, aufzuklären. Ich glaube, das Problem ist, dass man mit der Schaffung von Mythen Menschen immer beeinflussen kann. Ich glaube, eine der Aufgaben von Kunst, wahrscheinlich ihre wichtigste, ist die Zerschlagung, die Dekonstruktion dieser Mythen. Die Schriftsteller produzieren weiterhin Pseudomythen, Pseudogeschichte. Die Intellektuelle belügen weiterhin ihre Völker bzw. verschiedene Gesellschaftsgruppen, manchmal auch sich selbst. Ich hätte gewünscht, als Schriftsteller nicht allein hier zu stehen. Peter Handke ist prominenter Trauerredner beim Begräbnis von Slobodan Milošević im März 2006. Um Bosnien zu verstehen, fuhr Handke nach Serbien. Svet, tako zvani svet, snad sve iznad Slobodana Miloševića. Er tut so, als ob er daran glaubte, dass sich die wahre, endgültige, einzige Wahrheit ihm, dem Dichter, offenbaren würde, sobald er in Kontakt mit den Bäumen, Flüssen,
und Schnee in Serbien kommt. Gebete für den als Kriegsverbrecher verurteilten General Gotovina auf dem Jelacic-Platz in Zagreb. Kroatiens katholische Kirche hatte dazu aufgerufen. Die Religionen als Mobilisierungsfaktor für Kriegsbegeisterung und Nationalismus. Diese Rolle ist umstritten, nicht jedoch ihre Nähe zur Politik während der Kriegsjahre. Religion und Politik spielen immer zusammen. Und das ist nicht gut, weil wir haben bis jetzt keine Freiheit des Einzelnen, des Individuums, des Bürgers. Weil alle Menschen bei uns, sie gehören, Zugehörigkeitsgefühl ist am wichtigsten. Leute sind Mitglieder der Nation, der Religion, aber nicht selbstbewusste und verantwortliche Menschen. Gebete in einer serbisch-orthodoxen Kirche in Neubelgrad. Eine säkularisierte serbische Gesellschaft findet wieder zum Glauben. Das Fresko, eine Spende von General Nebojša Pavković, dem ehemaligen Generalstabschef, inzwischen als Kriegsverbrecher verurteilt. General Pavković war ein Mitglied in unserer Kirchengemeinde und gehört zu den Menschen, die für den Bau der Kirche großzügig gespendet haben. Eine unheilige Allianz. Der Segen für die Kriegstreiber. Unbestritten ist, dass es auf beiden Seiten Priester gab, die nicht korrekt gehandelt haben. Freitagsgebet in der größten von Saudi-Arabien finanzierten Moschee Sarajevos. Der bosnische Islam geht auf Distanz zu den fundamentalistischen Strömungen. Mujahedin aus den islamischen Ländern waren wirklich hier. Doch sie kamen als Freiwillige und nicht als Beauftragte ihrer Regierungen. Die bosnische Identität, die bosniakisch-muslimische, war hier gefährdet. Eine Giraffe als Politikum. Ihr umstrittener Ankauf war der Preis, dass ein Provinzfürst der Bildung einer proeuropäischen Regierung in Belgrad zustimmte. Die Giraffe ist die Attraktion im Zoo, neben den Tigern, die der Bürgermeister ebenfalls schätzt. Er ist ein ehemaliger Gefolgsmann des im Jahr 2000 in Belgrad erschossenen serbischen Gangsters Arkan. Für mich ist nur derjenige schuldig, gegen den es wirklich Beweise gibt. Kroatien ist wieder eine Reise wert. In Dubrovnik, einst kriegszerstört, tummeln sich die Touristen. Man wirbt auch um den Feind von gestern. Die Serben, die kommen, die sind immer willkommen. Das sind die Gäste wie die anderen. Die beste Arznei ist Zeit. Versucht mal verstehen, warum hat's alles passiert. Und langsam in der Zeit tut man schon nicht vergessen, aber Leben läuft weiter. Jagodina ist ein Tourismuszentrum. Wir haben einen Wasserpark und das einzige Wachsfigurenkabinett Serbiens. Wer sagt, Serbien ist klein, der lügt, heißt es in einem Volkslied. Nach den Balkankriegen ist Serbien wieder klein geworden. Und das ist keine Lüge. Geblieben ist die Beschwörung eigener Größe.
Der erste ausländische Investor ist 2006 nach Jagodina gekommen. Das war die österreichische Firma Por Weber. Wir sind auch die erste serbische Stadt, die eine Mülldeponie nach europäischen Standards gebaut hat. Wenn Sie alleine nur 12 oder 13 Jahre zurückdenken, so hatten wir in Bosnien als Nachbarn Dr. Tudjman und Milosevic. Heute haben wir als Nachbarn den Präsidenten Josipovic und den Präsidenten Tadic. Und durch diese regionale Zusammenarbeit gibt es aber auch eine regionale Versöhnungsarbeit. Der Versöhnungsprozess hat begonnen und nichts kann ihn stoppen. Unabhängig davon, dass es auch solche gibt, die nie Anhänger dieses Projekts sein werden. Der Krieg hat begonnen, weil er hier nie aufgehört hat. Und in 50 Jahren wird es vielleicht wieder einen Krieg geben. Im Sommer bin ich mit einem Bus durch Bosnien gefahren. Darauf war ein großes Foto von mir und der Name meiner muslimisch-bosnischen Partei. Das war vor 5 Jahren undenkbar. Vor 10 Jahren hätte man den Bus angezündet. Plašena s raznim čudima i svakoj bajci navude da rata ne bude. Ja ću nastaviti dalje sa takvom politikom, zato što smatram. Ich werde weiterhin die Politik der Versöhnung fortsetzen. Die Entschuldigung für die im Namen meines Volkes verübten Verbrechen ist unsere wichtigste Verpflichtung und Voraussetzung für bessere Beziehungen. Jeste naša prirodna obaveza. Ich glaube, Jugoslawien ist daran gescheitert, dass wir alle nicht imstande waren, Gründe für das Zusammenhalten, Gründe für das Weiterexistieren dieses Staates klar zu artikulieren, sichtbar zu machen. Ja, sam Zlatko. John. Ja, sam Dino. Zovu me Zagor. Ja, sam Ranko. Robi. Ja sam. Zagor, Čep, Robi, Vili i Papac. Jel boli? Znači, ovo je tamo za...